Willkommen zu einem neuen Video auf Patrick MSV. Bei dran sind wir 2. Mein Name ist Patrick MSV, wie gesagt. Und heute machen wir ein neues Video. Dies ist die neueste Generation der General Purpose Typ 3.8 Lokomotive, die von der Electromotive Division von General Motors gebaut wurde. Bekannt als GP38-2 ist diese Lokomotive mit einem dieselelektrischen 16-Zylinder-Motor ausgestattet, der 2000 PS Leistung erzeugt. Okay. Ich will mir erstmal Als die erstes Lok gehen Sie zur Lok, so wie es angegeben ist. Ja, lass mich mal erstmal hier gucken. Öffnen Sie die Kabinentür und gehen Sie hinein. Um die Steuerung zu übernehmen, Sicherheit steht bei der Eisenbahn an erster Stelle. Wir beginnen also damit, alle in unserer Nähe wissen zu lassen, dass diese Lokomotive betriebsbereit ist. Fangen Sie an und stellen Sie den Schalter für die vorderen Spitzensignale auf hell. Zum Steuern der Lokomotive gibt es 3 Hebel: Fahrtrichtungswender, Bremsen und Leistung. Links befindet sich die Zugbremse, welche die Bremsen über die gesamte Länge des Zugs anlegt. Stellen wir diese nun auf Lösen. Wir sind nun bereit, loszufahren. Um alle um Sie herum zu warnen, betätigen Sie das Signalhorn 2-mal hintereinander. Erhöhen Sie nun die Leistung, aber nicht zu viel. Okay. Und was ist das da für ein Idiot? Die Lok gucken so vor wie aus der Spiel. Wie heißt es denn jetzt nochmal? Ach ja, genau. Geht hier ab 5. Das ist doch dieselbe Lok. Nur halt in anderen Lackierung. Sie fahren. Dies schließt das Grundlagentraining für Lokführer auf dieser Lokomotive ab. Bringen wir sie also nun zum Stehen. Das war großartige Arbeit. Sie haben soeben Ihre erste Lektion zur Steuerung der GP38-2 abgeschlossen. Es gibt dabei immer noch mehr zu entdecken. Als Lokführer hören Sie nie auf, an Ihren Fähigkeiten zu feilen. Das war aber jetzt eine kurze Einweisung.